hier mit der First Lady, die ins Krisengebiet bei Regen mit Sonnenbrille und High Heels fährt. Ja, und alle regen sich drüber auf. Muss man sich darüber aufregen oder kann nicht jeder so sein, wie er will? Naja, gut, du musst dir jetzt vorstellen, in der Montur geht die in irgendwelche Auffanglager da, wo sie die Leute untergebracht haben. Da sagen die auch, oh Gott, kommt da das Modepüppchen rein und ich habe hier mit der Gummistiefel zu tun, so ungefähr. Ne? Ich meine, das macht man eigentlich nicht. Man zieht sich dann dementsprechend auch ein bisschen. Also sie hat die Gummistiefel tragen. Naja, das nicht gerade, aber ein bisschen klein Kombi hätte auch gereicht. Ne? So, naja, also die Sonnenbrille fand ich jetzt, es hat geregnet. Warum sie jetzt eine Sonnenbrille tragen? Ja, ne, das ist eine Frau in. Muss alles gut aussehen, ne? Es muss alles flott sein. Naja, ja, früher waren die Frauen noch ganz anders, weißt du das? Also ich will dir was sagen, zu meiner Zeit, ne? Da hast du ein Mädchen kennengelernt. Da hast du ein Mädchen kennengelernt, bist mit ihr tanzen gegangen, ja, und dann vielleicht in die Betten. Und die, meistens hatten die noch nie früher einen Mann gehabt. Da hast du nächsten Morgen gesagt, so Mädchen, jetzt hast du Glück gehabt, nur meiner passt. Und das hat die geglaubt. Und dann gab es 10 Kinder. Und dann kamen die Enkelkinder, da hatte die bei 10 Kindern überhaupt keinen Kopf gehabt, verstehst du, mal nachzudenken, ob da noch ein anderer kommt, ne? Oder noch ein anderer passt. Ne? So, na, und dann mit den Jahren, als alle groß gewesen ist, dann hat sie gesagt, naja, jetzt weiß ich, der hat mich angelogen, aber jetzt bleibe ich bei ihm, oder sowieso ganz weg mehr. Ne? Meinst du, war das früher alles einfacher als heute? Nicht, die waren naiver, die Mädchen teilweise, heute doch nicht mehr. Heute, boah. Du, ich sitze da manchmal an der Bank, bei mir da zu Hause am Hotel, da Straße, ne? Und du, wenn da ein Geländewagen fährt, ist ein teurer Auto, ist ein garantiertes Mädchen drin. Ich weiß nicht, was willst du, so ein, oder Porsche? Ja, nur vom Feinsten, ne? Jetzt lernst du so eine Frau kennen, was willst du der denn noch erzählen? Oder beziehungsweise, was erzählt die dir denn? Da musst du, also da muss ich aber schon tierisch verknallt nicht sein, dass du da eine Chance hast. Also, oder du musst ja gefüllt sein wie eine Bratkanzel, das ist klar. Ne? Aber als Normalsterblicher wirst du damit da keine Chance haben. Sei denn, wie gesagt, du hast. Kommt hier, aber auch aus normalen Verhältnissen hat sich hochgearbeitet und. Naja, ich sag ja, das wollte ich ja damit sagen. Die Mädchen sind ja ganz anders geworden, ne? Die Frauen, ne? Die sind ja alle jetzt emanzipiert. Ne? Gut. Ja, wird ja auch mal Zeit, ne? Oder wurde ja auch mal Zeit. Ja, das kann man sehen, wie man will. Auf der einen Seite, ja, es. Selbstständige Frauen sind natürlich interessant, ja natürlich. Aber dann müssen sie aber auch beides vereinbaren können, auch zu Hause so ein bisschen, ne? Wieso? Naja, mal ein bisschen kochen oder irgend sowas machen. Gut, alles zusammen. Er und sie, verstehst genau. Du, das ist in Ordnung, ne? Oder mal sauber machen und du, ich war in Wohnungen drin, da fällt ja nur gar nichts mehr ein. Das ist ja komischerweise so, dass Frauen echt manchmal unsauberer sind, als ja. Es auch auf öffentlichen Toiletten sind. Ja, das kannst du ganz vergessen. Also das ist meine Erfahrung nicht. Ich war nicht in meinen Frauentoiletten, aber von Frauen, die da waren, die mir erzählt haben, das gibt's gar nicht, wie das da aussieht. Ne? Am schlimmsten ist es noch auf den Raststätten, ne? Und in den Diskos. Naja, da ist dunkel, meinen sie. Ne? Nee, oder nee, auf Messen. Ich bin auf einer Messe. Auf Messen auch. Auf hier Berlin, Messe, immer in die Männertoilette gegangen. Du konntest nicht auf die Frauentoilette gehen. Das war eklig. Oh, das war aber Absicht, ne? Nee, also habe ich mich echt mal gefragt. Du warst das. Das stand doch im Anzeiger, ne? Nein, aber die blieb jetzt anders übrig, da hättest du nicht raufgehen können. Das war widerlich. Ehrlich? Ja, es war sowas von widerlich, wo ich gesagt habe, ich gehe auf die Männertoiletten. Also Mädels, seid mal ein bisschen sauberer auf die Toiletten, ne? Passion TV, das neue Fernsehen. Wo und wann du willst. Themen, die euch interessieren und ein Programm, das ihr mitgestaltet. Ausstrahlung über Facebook, YouTube und auf unserer Website. Passion TV, das neue Fernsehen.